Dieses Video zeigt ein Telefongespräch zwischen Frau Schneider, Mutter von Lena, und Herrn Wagner, dem Lehrer von Lena. Frau Schneider entschuldigt ihre Tochter, weil sie krank ist und den Unterricht nicht besuchen kann. Sie fragt nach den Hausaufgaben. Der Lehrer schlägt vor, er gibt die Hausaufgaben der Banknachbarin mit, die nicht weit weg von Lena wohnt. Frau Schneider möchte wissen, wann sie die schriftliche Entschuldigung bringen soll und wo sie das Formular bekommt. Der Lehrer gibt ihr die Informationen, sie bedankt sich und sie verabschieden sich. Grundschule Karm, Wagner am Apparat. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Herr Wagner. Hier ist Schneider, die Mutter von Lena. Ich möchte meine Tochter entschuldigen. Sie ist heute krank. Das tut mir leid. Wie lange muss Lena zu Hause bleiben? Das weiß ich noch nicht genau. Der Kinderarzt hat gesagt, dass sie wahrscheinlich erst nächste Woche wieder in die Schule darf. Sie hat hohes Fieber und muss Antibiotika nehmen. Das klingt aber nicht so gut. Das stimmt. Lena vermisst schon die Schule und ihre Mitschüler. Sie hat auch nach Hausaufgaben gefragt. Die möchte sie unbedingt machen. Das kann ich mir vorstellen. Lena ist eine fleißige Schülerin. Sie soll sich aber zuerst richtig erholen. Wenn es ihr dann besser geht, können Sie selbstverständlich die Hausaufgaben für Lena abholen. Oder soll ich sie lieber Ihrer Banknachbarin geben? Das wäre ja ganz praktisch. Marie wohnt nämlich nicht weit weg von uns. Gut, dann bringt Marie die Hausaufgaben für Lena. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wann soll ich die schriftliche Entschuldigung bringen? Ich arbeite vormittags. Das ist kein Problem. Wenn Lena wieder gesund ist, geben Sie ihr die Entschuldigung einfach mit. Sie haben ja dieses Formular, oder? Oh, ich glaube nicht. Wo kann ich es bekommen? Das ist kein Problem. Sie können sich das Formular von unserer Homepage herunterladen oder einfach eine formlose Entschuldigung schreiben. Oh ja, ich schaue mir die Homepage an. Vielen Dank für die Informationen. Nichts zu danken. Und richten Sie bitte Lena schöne Grüße aus. Sie soll bald wieder gesund werden. Das mache ich gern. Auf Wiederhören, Herr Wagner. Auf Wiederhören, Frau Schneider.